Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer anderen Folge von Arkham Knight. In der letzten Folge haben wir versucht, den Explosionsradius vom Toxin zu verringern. Und ich habe am Schluss der Folge noch so einen Jumpscare gekriegt, weil auf einmal Joker vor mir stand. Heilige Scheiße, ne? Hat mich der erschreckt. Aber naja, jetzt geht's anscheinend mit Officer Jordan weiter. Hast du denn? Ja, du hast es nicht. Bro. Ach so, benutzen. Klasse, und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Jetzt mache ich einen auf First Person anscheinend, hä? Aufzug benutzen, hä? Gut, gehen wir jetzt in die Bat-Höhle. Hä? Kann es sein, dass wir jetzt in die Bat-Höhle gehen mit Gordon? Sieht so aus, ja. Sieht so aus. Sind wir jetzt eher, weil seine Tochter entführt wurde von Scarecrow? Und warum speichert es gerade so oft? Was zum Teufel ist das hier? Das ist nicht Bats Höhle, oder? Doch. Commissioner, Gott sei Dank. Sie müssen mich hier rausholen. Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen. Ha! Mit mir ist alles in Ordnung. Okay. Da drüben sind noch Häftlinge. Vermisst du mich schon, Bats? Oh, du bist es. Commissioner Langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan? Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Die hat irgendwas. Der Joker hat irgendwas mit ihr gemacht anscheinend, hä? Holy shit. Was willst du, Hund? Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Holy shit, was ist hier? Was ist das hier? Hierhin? Nein, anscheinend nicht. Ich kann ja nicht mal sprinten mit dem. Willst du mich verarschen? Und anscheinend darüber. Oder? Hä? Hallo? Oh, was ist das hier? Dahin? Ach so. Gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden zu Jokern. Mein Gott. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum.
Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Oh, er selbst, hm? Heute. Es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt und die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst auch mal auf dich selbst Acht geben. Immerhin grübelst du jetzt für 2 nach. Ha, mit dem dunklen Batman meinen sie wohl die Comics-Version, hä? Huh? The Batman Who Loves. The Dark Knight. Danke, ich versuche gerade zu schauen, wo. Mit Schließmechanismus. Reguliert. Bro, the fuck muss ich hier machen? Ah, so also, hä? Huh? Oh, Bats, ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines Nahtalreiners. Jetzt aber raus hier. So, komm schon. Easy. Bro, Alter, ich bin, glaube ich, viel zu knapp dran. Kann das sein? Hui. Ja, aber viel zu knapp anscheinend, hä? Jetzt aber raus hier, Trophäe erhalten. Er kommt aus ASC Chemicals Fabric. Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome, aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Ich glaube, er wird es jetzt sagen mit Barbara, hm? Eine Herausforderung. Ja, ich habe da noch ein paar zu machen, das weiß ich. Kann ich jetzt mittlerweile die Nebenmission weitermachen?
Das ist der Gold Commissioner. Muss ich die anderen Nebenmissionen von alleine machen? Ich habe absolut keine Ahnung. Schalten Sie an Angst. Multi ausschalten, drei Gegner gleichzeitig aus. Gut. Springe von Dach und gehe direkt in den Sturzflug über. Das muss ich noch machen. Springe mit dem Batwild über 50 Meter weit. Das muss ich noch nachholen. Scarecrow-Albtraum. Und das hier? Was ist das hier? Moment hier. Benutze den Schleudersitz des Batmobils und gleite anschließend 300 Meter weit. Ja, dann gehen wir jetzt zu Gordon, ne? Die Mission machen wir woanders. Die Milizen, Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Hab eine Retter verloren. Mhm. So. So, easy. Ja, es ist der Joker, der noch im Batman drin ist, mein Freund. Mhm. Egal. Stufenaufstieg, wie viel habe ich denn? Ein Punkt. Aber mit einem Punkt kann ich nichts machen. Oder komm runter. Ich kann gar nicht seinen Gesichtsausdruck abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Das wird echt herrlich werden. Ich muss los. Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Orkus Uhrenturm, begleite dorthin, wird. Jim, du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Ist es nicht. Es ist unsere, Batmans, wie auch immer. Weißt du das? Barbara... Gesellschaft, wer ist das? Die Miliz. Ich mach das. An alle Kräfte, hier spricht der Abgeordnete. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon hat Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Mhm. Lasst euch von nichts aufhalten. Du bist down. Du hast ihn. Noch eins übrig. Mhm. Batman, schalte den Bastard aus. Eingetroffen. Komm schon. Bin dabei. Die Fledermaus, er ist zurück. Alter, komm schon. Was ist jetzt der richtige Weg? Feuer öffnen. Alter, da unten ist er. Ja, ich bin nur falschen Weg gefahren, deswegen. Ich kann die Kerle nicht abschütteln. Schnallt ihn ab. Komm schon. Ja. Triss. Setzer. Bro, wo fährst du hin? Zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Ey, komm. Da vorne, also gut.
uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Bevor Sie zum Uhrenturm aufbrechen, wollen Sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die Sie anforderten. Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Founders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Okay. Danke, Alfred. Ich bin auf dem Weg. Also sehen wir... Leichte Drohnen, 38 leichte Drohnen. Aber wir kommen ja noch nicht rüber, gell? Also zumindest nicht mit Batmobil. Das ist aus dem Weg geschalten worden. Haben wir irgendwas Neues? Oh, wir haben sogar was Neues. Hier. Albert King. Schwergewichtsboxer. 2,01 Meter. Okay. Das wollte ich nicht. Albert King, alias der Gotham Goliath. Ich nenne es einfach so, auch wenn es anders ausgesprochen wurde von ihm. Ist ein legendärer Berufsboxer und Rekordhalter der meisten K.O.-Schläge in Folge seit Beginn der Aufzeichnungen. Wenig Tage vor seinem Abschiedskampf wurde King von einer für einen Routineeingriff in das Gotham General eingewiesen oder auf diese Weise mit Jokers Blut infiziert. King scheint die gewaltsamsten und sadistischen Aspekte von Joker Persönlichkeit angenommen zu haben, was dazu führte, dass er nach der Entlassung seine eigene Familie krankenhausreif schlug. Okay. Nicht immer den gleichen Fehler machen, ne? Christina Bell. Nach einer erfolgreichen Karriere im Finanzwesen trat Christina vor kurzem den Vorstand von Queen Industries in Star City bei. Moment. Die Dame? Nee. Oder nee, ist nicht die von Oliver Queen die Helferin, oder? Na egal. Während einer Bluttransfusion infolge einer Fehlgeburt wurde Christina mit dem mit Titan infizierten Blut des Jokers ausgesetzt. Nach ihrer Rückkehr zur Arbeit zückte sie während eines Meetings ein Messer und ermordete 11 Vorstandsmitglieder, wobei sie ein Lächeln im Gesicht ihrer Opfer ritzte. Christina hat mehrere Verhaltensweisen des Joker angenommen, insbesondere seine Besessenheit von Batman. Oh. Gut. Schulleiter, Lehrer, okay. Der hochgeachte Leiter der geschätzten McCallum Academy, Henry Adams, wurde während einer Routineuntersuchung Gotham General Jokers Blut ausgesetzt. Da keins der Symptome der anderen Opfer zeigt, könnte Harrys Immunität der Schlüssel zu einem Heilmittel sein. Obwohl er sich zunächst kooperativ zeigte, wächst Henrys Ungeduld und er möchte unbedingt zu seiner Familie zurückkehren. Ich glaube nicht, dass er immun ist. Der Joker ist ja nicht dumm. Ist ein Riesen, er könnte ja auch spielen, nicht? Jonathan Brown, Sänger. Jonathan Brown, alias Johnny Charisma, machte sich zuerst einen Namen im Kabett, bevor er durch eine nationale Talentshow entdeckt wurde und ins Stargeschäft aufstieg. Charisma ist nach mehreren Drogendelikten und Trunkenheit am Steuer als kontroverse Figur bekannt, doch sein Angriff auf ein Groupie war ungewöhnlich brutal. Seit seiner Infektion leidet Charisma an Megalomanie und weist Zeichen der sadistischen Showtour des Jokers ab. Shownatur. Joker. Richtiger Name unbekannt. 1940 kam er das erste Mal auf. Okay. Batmans Erzfeind, der selbsternannte Clownfürst des Verbrechens, neigt zu Akten grausamer Gewalt und bezieht seine besondere Vorliebe für tödliches Chaos. Sein Tod in Arkham City durch eine zuvorige Titanüberdosis hat die Unterwelt Gothams wie ein Schlag getroffen und viele geben Batman die Schuld dafür, alles klar. Auch nach dem Tode lebt Jokers Erbe fort. Als sie heraussteht, dass mehrere Menschen sein mit Titan infizierten Blut ausgesetzt waren und nun eine dem Joker ähnliche Persönlichkeit entwickeln. So. Den Rest haben wir ja schon gehabt.
Und ich würde sagen... Sergeant! Ja, Sir? Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohne am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Jim, der Uhrenturm ist umstellt. Ich sichere den Bereich und lasse ihn wissen, wenn es sich selbst reinzugehen. Mhm. Komm schon. Okay. Komm schon. Komm schon. Da. Noch mehrere. So. Mhm. Falsche Richtung, da drüben auch. So, du noch. Und damit ist der Uhrenturm gesichert, oder? Ja. Einheit im Cauldron vernichtet. Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim. Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. Aber das... Na egal. Wie dem auch sei, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge steigen wir in diesem Uhrenturm hoch. Ciao. Euer Gladius.